Der Luzerner Solarpionier Louis Palmer hat ein neues Projekt. Er plant Ausflüge für Touristen von Luzern durchs Entlebuch oder auf den Furkapass. Und das mit dem ersten elektrischen Touristenbus der Welt. Unser Reporter Lars Gotsch war bei der Testfahrt mit dabei. Am 7:30 geht es los, Luzern beim Schweizer Hof. Hinter dem Steuer sitzt Louis Palmer. Zusammen mit seiner Frau organisiert er die Elektrobustouren durchs Entlebuch. Der Bus ist ein ehemaliges deutsches Militärfahrzeug. Der Louis Palmer hat dafür gesorgt, dass der Dieselmotor durch einen Elektroantrieb ersetzt wird. Es steckt viel Geld im ersten elektrischen Tourbus der Welt. Dass man jetzt mehr Touristen hat wegen dem Elektroantrieb, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber es ist, wie gesagt, für mich ist das einfach wichtig. Und die Frage vom Prinzip, fahre ich elektrisch oder fahre ich mit Benzin? Und da sage ich mir klar, ich fahre mit Strom. Seit längerem dreht sich beim Louis Palmer vieles um die Energiewende. Er ist mit dem Solartaxi um die Welt und hat das Jahr sein viertes Elektroautorennen organisiert. Da erstaunt es nicht, dass der erste Halt das Windkraftwerk Luther Sarni ist. Es drängt sich die Frage auf, interessiert das den normalen Tourist? Die Tour ist für alle Leute, nicht nur für die, die sich für Umweltschutz interessieren oder für Energiefragen. Aber es ist sicher auch eine interessante Sache, das Windkraftwerk anzuschauen, weil es gehört auch zum Entlebuch und da wird nachhaltig Strom produziert und das werden wir natürlich zeigen. Auf dem Dach vom Weidenhof am nächsten Halt wird nachhaltig Strom produziert. Uli Ränkli betreibt damit seine Kräutertrocknungsanlage. Aus dem ganzen Entlebuch kommen die Bauern zu ihm, um ihre Kräuter zu trocknen. Die verkaufen es dann weiter an Ricola. Auf die heutige Testtour hat Louis Palmer seine Kollegen eingeladen. Sie alle sind auch interessiert an erneuerbarer Energie und darum begeistert von der Tour. Aber schlussendlich soll sie vor allem Touristen ansprechen. Ja, der Normaltourist würde vielleicht in den Bus hocken, weil er sonst nicht weiß, was zu machen. Ich denke da so Japaner oder Chinesen. Und dann ist er vielleicht überrascht, was er dort erlebt. Ich könnte mir eben vorstellen, dass es eben auch andere ansprechen kann. Nicht nur die, wie ich jetzt, die auf diesem Gebiet ja auch arbeiten, könnte ich mir eben vorstellen, dass das auch andere Leute zum Denken anregt. Im nächsten Halt ist zuerst Energietanken angesagt. Nicht beim Bus, bei den Tourgästen. Es gibt Elbermagronen auf der Schrattenflur. Der Bus sollte mit einer Ladung bis zu 300 km weit kommen. Nach dem Mittagessen geht es unter die Schrattenflur, in eine der vielen Höhlen. Es ist die letzte Station der Tour und für alle der Höhepunkt. Aber das gibt es im Mai, wenn die Schneeschmelze noch ist. Und eben nachher kann der Louis Palmer sein Fazit für die Testtour ziehen. Ich bin zuversichtlich, dass die Tour sehr gut ankommt und dass die Leute an dem sehr grosse Freude haben. Und dass wir diesen Leuten wirklich etwas mitgeben können. Laut Louis Palmer sollen Touristen auf seiner Tour sehen, was Luzerner Hinterland alles zu bieten hat. Dass nebenbei Solar- und Windstrom in ein gutes Licht gerückt wird, ist sicher kein Zufall.